Ich habe gerade so ein bisschen die Sorge, dass der Helm von Winterfeste nicht spawnt, sollte ich nicht irgendwie das Gespräch überhört haben. Dementsprechend schaue ich mal, ob ich in der Bar irgendwie das Gespräch überhört bekomme. Also ich hatte einmal bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo man halt 24 Stunden für wach war, nicht sein musste, aber wach war. Und danach habe ich halt 16 Stunden am Stück gepennt. Und ich will gerade Tee drücken. Es ist 3 Uhr nachmittags, machen wir mal 4 Stunden. Und dann halt den 24-Stunden-Stream. Und wenn du streamst, ist es um einiges einfacher, sowas zu machen. Oder den 24-Stunden-Stream im Allgemeinen zu machen, einfach weil du dadurch, dass du immer noch mit Menschen redest und halt die gesamte Zeit dich aktiv hältst mit irgendwas, also deinen Kopf aktiv hältst, wirst du halt eher weniger müde. Es ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Ich warte eigentlich, dass du irgendwas von dem Helm von Winterfeste erzählst, mein Freund. Wusstet ihr, dass Winterfeste einmal das Machtzentrum von Himmelsrand war? Jetzt ist es nur noch eine leere Hülle. Nur wenige werden es offen zugeben. Aber wir kennen die Wahrheit über den großen Zusammenbruch. Nun, irgendwie redet er mit mir nicht darüber. Vielleicht bin ich jetzt schon zu spät. Tee. 8 Uhr nehmen wir mal 22 Stunden, die wir warten. Das nimmt man Pech. Ja. Ich meine, ich habe noch einige Locations, aber ich möchte halt jetzt nicht unbedingt, also so eine halbe Stunde definitiv, aber so viel länger als das möchte ich jetzt ungern machen. Dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass jetzt mir gesagt wird, oh, okay, hier. Andernfalls würde ich vielleicht sogar drüber nachdenken, wenn mir deswegen vielleicht das Böse angeguckt wird. Wobei ich will mir das Item nicht geben, um ganz ehrlich zu Bitte sein. kommt nach Hause. Kommt. Kommt einfach nach Hause. Mein liebster Sauf. Ich habe etwas für euch. Wenn es nicht um Gold oder eine runde Getränke geht, interessiert es mich nicht. Ein Brief von Isabelle, ihr solltet ihn lesen. Ein was? Macht euch bloß nicht über mich lustig. Her damit. Das stammt wirklich von ihr, nicht wahr? Sie ist wirklich weggelaufen und hat das getan? Für es mich? Ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Und es ist alles meine Schuld. Ich werde sie alle überdauern. Ich muss erst mal nachdenken. Ich danke euch. Wusstet ihr, ich habe ihm geholfen. So, ich schaue mal ganz kurz. So, ich habe jetzt das gemacht. Ich habe noch 4. Aber ich glaube, das habe ich schon. Schauen wir mal ganz kurz. Und war jetzt ist. Gehen wir mal auf die Map. Und zwar. Nee, das Ingold-Hügel-Grab hätte ich noch als Möglichkeit. Iskramors Grab haben wir schon abgeschlossen. Das Wrack von der Pride. Was? Das habe ich, glaube ich, nicht. Doch. Praktisch Stolz von Telvas habe ich schon. Ja, dann gibt es sogar nur noch 2. Gibt es nur noch 2? Hier irgendwo? Nee, hier. So. Gehen wir erstmal dahin und als letztes wäre quasi das Ingold-Hügel-Grab. So, gut. Ist nur noch eine leere Dann schauen wir bei den beiden vorbei. Ich hoffe halt wirklich, dass ich irgendwo den Helm finde. Ach, ist gerade wieder so Was ein wollt ihr, Kaiser, schöner nicht? Abend. So. Und dann einmal reiten. Wie gesagt, die Skybox kriegt das Spiel ja gut hin. Ich höre einen Drachen in der Ferne. Bleib bitte in der Ferne.
Wo ist er? Da. Er blieb nicht in der Ferne. Schrei schlägt Stahl. Du entreißt ihm gegen die Waffe. Ich habe ihn nicht getroffen, oder? Nö. Immerhin spielt Musik, also gute Musik. Ich sehe ihn halt nicht. Komm, lande bitte, alter Drache. Ich krieg ihn in der Marmel mit den Drachen hier. Nice, getroffen. Jetzt kriegst du aufs Gesicht, alter Drache. Du bist aber hübsch. Also der ist halt wirklich hübsch. Schaut euch den mal an. Ich meine, er ist gleich tot. Und ich flinch ihn gerade die gesamte Zeit, aber er ist hübsch. Nope, du fliegst nicht nochmal weg. Geht doch. Ah, erwischt. Und das Gold. Deinen Drachenschmuck kannst du behalten. Wo ist mein Pferd? Ich glaube, ich habe mein Pferd verloren. Drachen sind sowieso das Coolste. Wir sind halt doch nicht schlecht, ja? Da ist mein Pferd. Okay. Boop. Ich müsste jetzt höchstwahrscheinlich sogar schon die drei Gefallen hier einfach in der Gegend haben. Was ist meine momentane Aufgabe? Oder wohin möchte ich? Kehre zu Wekel zurück. Achso. Ich habe keine Ahnung, wer Wekel ist. Ich habe irgendeinen Eisbären. Eisbär! Das sind aber wirklich viele Eisbären, die man hier hat. Da ist... Du bist irgendein Khajiit, ne? Ich hoffe, du stirbst nicht gegen den Eisbären. Viel Erfolg! Ich bin schon Arsch, ne? So, einfach in die Richtung von... Oder ist das hier schon richtig, wo ich jetzt gerade drauf zulaufe? Mal gucken. Nee, ne? Eigentlich dürfte das nicht das Richtige sein. Das falsche Icon dafür. Oder? Gesellenwinkel. Okay. Ja, ist der falsche Ort. Ich muss dahin. Entschuldigung. Oh, Himmel. Da möchte ich nicht reinfallen. Hab mich nur minimal verlaufen. So, wo bin ich? Es wird gerade auch wieder Nacht. Ich bin halt in Skyrim. Gefühlt bin ich zu 90% in der Nacht umhergelaufen und geritten in Skyrim. Was zum... Ein Eisgeist hat, glaube ich, einen Frosttroll angegriffen. So, die Schneeschleierzuflucht, genau. Das ist unser vorletzter Stopp. In der Hoffnung, den Helm von Winterfeste zu finden. Warte, gib mir mal bitte das komplette Weizen mit und die kompletten Tomaten. Nun ratet mal, wer da nicht reinkommt. Eistroll. Nur nachts unterwegs, Vampir! Nee. Vampir sind wir noch nicht geworden. Wo ist mein Pferd jetzt hin? Wie komme ich da hin? Oh. Okay. Dann... hoffe ich, dass es im Ingol-Hügelgrab ist. Moin, Chucky. Oder WB, besser gesagt. Weil wenn es nicht im Ingol-Hügelgrab ist, wir kommen da nicht rein, weil dafür muss ich die Diebesgilden-Quest weitermachen. Und das mache ich jetzt definitiv heute nicht so weit. Du bist schon da. Ich bin immer da. Ich
Ich bin sogar schon durch mit dem Spiel. Also, mit der Hauptstory. Nebenquests und sowas halt nicht. So, Yngol-Hügelgrab in die Richtung. Ich glaube, ich habe auch den Schlüssel dabei dafür. Unter sonstiges. Was, die Korallendrachenklaue? Nee, ne? Das war irgendeine Drachenklaue. Hab ich. Ach, die paar Stunden, ja. Wo ist das Viech? Ich kann den Buchstaben A. Schön für dich, Bär. Verrückter Typ doch. Ah, da war ein Fuchs. Schneefuchs. So, ich glaube, Yngol-Hügelgrab ist für mich auch irgendeine Quest gewesen, die ich machen sollte. So, gehen wir mal hier ran. Hallo, Yngol-Hügelgrab. Ach, hier ist noch Zeug. Yngol und die Meeresgeister. Geklaut. Ausgeliehen, meine ich, auf unbestimmte Zeit. Und rein ins Grab. Eigentlich sind wir somit die schlimmste Art von Mensch. Oh, da ist ein Grab. Psst. Hallo. Bin hier, um eure Schätze zu hauen. Ich habe jetzt schon 1000 Stunden Gesamtspielzeit und nur einmal die Hauptstory durchgespielt. Ja, die Hauptstory... Es klingt gemein, wenn man das so sagt, aber die Hauptstory hat halt auch keinen richtigen Spielwert. Was ist das? Ist das eine dieser alten Ruinen? Nein, Lydia. Das ist ein neuer Ikea. Das ist einer dieser alten Ruinen. Was ist das für ein Ball? Was bist du? Was ist das? Darf ich das behalten? Und Aldi noch richtig schlecht. Das ist cool. Ich will das. Soll ich ihm folgen? Wo ist es hin? Ich höre es. Ich sehe es nicht. Ach da. Hier ist noch eins. Wir machen das... Was seid ihr? Kalte Käfer. Du möchtest einen Hotdog? Ich nicht, nö. Sind das ihr Lichter? Ich habe das noch nie gesehen. Jetzt habe ich hier zwei. Okay. Ist hier was? Ist hier wer? Das ist jetzt ein dritter. Toter Gelehrter. Notizen zum Yngol-Hügelgrab. Lese ich mir die mal durch. Angreifen? Nee. Notizen zum Yngol-Hügelgrab. Das für ein seltsamer Ort des Hügelgrabs sich doch erwiesen hat. Ich hatte noch nicht sehr viel davon erkundet, als ich auf diesen reich verzierten Raum und das Tor stieß, das mich davon abhielt, tiefer in die Krypta vorzudringen. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Bei diesem Ort überkommt mich die Angst vor dem Reich des Vergessens. In diesem Raum gibt es einige Inschriften. Ich werde versuchen, sie abzuschreiben, damit ich in der Akademie etwas vorzuweisen habe. Alles war, wie es sein soll in Admora. Land der Wahrheit, Heimatland. Der Mensch auf dem Thron, so wie es sein sollte. 371k, vielen lieben Dank für dein Follow. Der Mensch auf dem Thron, der Walfisch im Meer, so wie es sein soll. Der Adler am Himmel, so wie es sein soll. Die Schlange im Grase, so wie es sein soll. Trauer, die Meeresgeister raubten Yngol, den geliebten Segelbruder aus der Flotte Admoras. Und nichts an Land im Himmel, auf dem Meer würde je wieder werden, so wie es sein soll. Faszinierend, dieser alten Nord. Was es hier wohl sonst noch für Geheimnisse gibt? Gewiss kann es nicht schaden, noch ein klein wenig weiter zu gehen. Und hier gibt es einen Hebel, der sicher das Tor öffnet, das den Durchgang versperrt. Nun. Der Hebel hatte nicht so richtig geholfen. Lost Souls? Vermutlich. Ich weiß es nicht. Was hat jetzt gerade so ein metallisches Geräusch gemacht? Warte, dich kann ich... Oh doch, dich kann ich aktivieren. Kann ich dich auch aktivieren? Ja. Habe ich hier irgendwo in einem Vorraum Informationen dazu? Ich habe jetzt, glaube ich, keine gesehen, ne? Oder warte, ich schaue noch mal ganz kurz hier rein. Achso, das ist einfach nur irgend so ein Loch. Gut.
Oder soll ich auf der Kralle nachschauen? Warte, kann ich hier? Ich kann ja hier reingucken, aber das scheint da nichts zu sein. In dem Buch gerade. Oh. Das kann gut sein. Warte. Bücher. Notizen zum Ingolf-Hügel-Grab. So, das Buch selbst hat auf jeden Fall keine Sachen. Der Mensch auf dem Thron. Der Walfisch im Meer. Ach so, also Mensch, Wal, Adler, Schlange. Mensch, Wal, Adler, Schlange. Da hätte ich einen Moment gebraucht, bis ich das gefunden hätte. Au. Mensch, Wal? Muss ich Adler und Schlange umdrehen? Ach so. Oh, ja, muss ich. Kannst du aufhören? Es hört nicht auf. Nun, dann schieß ruhig weiter. Das finde ich cool. Also, ne, da hier um den Wal herum fließt Wasser. Hier ist Gras und Boden und sowas. Und da ist halt Himmel. So, dann gehen wir mal hier dran vorbei. Das ist cool. Oh. Okay, Lydia macht mir immer noch Angst. Und noch mehr von diesen Bällen. Da ist noch einer. Ich hab halt so lange, also... Sie tun mir nichts, ne? Und sie bewegen sich hier ganz knuffig voran. Und durchs komplette Grab hindurch. Was war das für ein Geräusch? Dementsprechend... Oh Gott. Ich weiß auch nicht, was mit den Bällen hier abgeht. Aha! Wusste ich's doch. So. Ich habe übrigens herausgefunden, man kann ertrinken. Alternis. Ich bin heute aus Versehen fast ertrunken in Skyrim. Guter Chucky, genau. Das ist guter Chucky. Ganz guter Chucky. Da ist noch so ein Ball. Das ist bisher jetzt mein Lieblingsdungeon. So. Ne, keine Gegner. Die Bälle, die ein die Interesse in einem wecken und das Problem frei und dann ein Rätsel. Fast ertrunken, das könnte mir nicht passieren. Achso, spielst du ein Agonia? Na nö, das ist ein Schwert. Ein Eisenzweihänder, Schneebären? Ich lasse mal den Eisenzweihänder da stehen. Ist die Tür eine Rücktür? Achso, die muss ich aufschließen. Ja. Okay, das ist falsch. Halt, stopp, ich krieg das auf, keine Sorge. So, ein bisschen nach rechts noch. So, sehr gut. Nee, ich habe einen Helm, mit dem ich unter Wasser... Ah, okay, das ergibt natürlich auch Sinn. Ach, da sind Elfenstiefel. Nee, die Stiefel lasse ich mal hier. Und in der Truhe ist Gold und... Oh Gott, jetzt habe ich Stahlstiefel mitgenommen. Stahlschuppen. Stiefel. Ist hier hinter noch was versteckt? Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Lydia, du trittst mir jetzt bitte nicht auf die Platte. Natürlich tritt mir Lydia auf die Platte. Aber, mir hat das ja nichts getan. Oh, Gold, nehmen wir alles mit. Aha. Hab ich die nötige Kralle? Gutes Gefühl bei dieser Sache. Gott. Ich habe gehofft, dass ich weiß, welche Kralle das ist, wenn ich das sehe. Ja, warte, das ist die Korallenkralle, ne? Kann ich ein bisschen ranzoomen? Komischer dicker Genie? Irgendwas? Schmetterling.
Ist das der komische dicke Genie gewesen? Irgendwas. Und Schmetterling. So. Schlange, Wolf, Motte. Komischer dicker Genie, irgendwas und Schmetterling. Habe ich doch gesagt, Alternis. Höchstwahrscheinlich erwecke ich gleich einfach Lord Voldemort, weil ich all seine Horcruxe mitgenommen habe. Hallo? Sowas ähnliches in höheren Trauungen Todesfürsten. Lydia, kannst du mir bitte nicht im Weg stehen, damit ich den Gegner staggern kann? Lydia! Was habe ich übers im Weg stehen gesagt? Sorry, muss ich verhört haben. Oh. Oh Gott, das ist jetzt doch ein bisschen auf Helligkeit plus 10. Ach guck mal, hier ist ein Sarg sogar, den ich durchsuchen könnte. Aber dadurch, dass ich aufgrund meiner telepathischen Kräfte weiß, dass der leer ist, krabbel ich den Sarg natürlich nicht an. Da ist ein Schalter. Soll ich den Schalter drücken? Ich habe den doofen Helm von Winterfeste gefunden. Oh, danke. Entschuldigung. Der Schalter aktiviert nichts. Ich bin Vladimir, das ist wie Voldemort, nur mit Wodka. Warum macht der Schalter nichts? Verzeihung, mein Schalter ist kaputt. Der schaltet nicht. Also ich schalte auch relativ selten. Aber dieser hier auch so gar nicht. Wie soll ich denn dann das öffnen, wenn der Schalter nicht funktioniert? Soll ich mich, ich kann mich nicht auf den Thron setzen. Ist hier was kaputt? Ist hier noch irgendwo ein Schalter, Hebel oder sowas, den ich übersehe mal wieder? Ich kann mich nicht setzen. Chucky. Habe ich mir nämlich von auch so gedacht, so vielleicht muss ich mich nur draufsetzen, aber nope. Ist hier irgendwo. Ist vielleicht doch in den Särgen was? Ist hier eine Kette, die ich jetzt gerade professionell übersehe? Also es wirkt halt so ein bisschen, als würde der höhere Todesfürst irgendwas dort powern. Jetzt hat er ganz viel Spaß mit dem Tor. Sagt er da. Weil der Schalter tut nichts. Also ich höre zumindest kein Geräusch, dass der Schalter irgendwas tut. Ist hier was? Ist das ein Bug? Das ist... Man, etwas ab 18. So ungefähr. Ich habe das Gefühl, dass das ein Bug ist. So. Ich speichere mal und hoffe, dass ich quasi einfach laden kann und dann funktioniert's. So, ich könnte auch versuchen nochmal. Ne, ich habe leider nur den einen schnellen Speicher. Ich lade jetzt mal den Speicherstand in der Hoffnung, dass da irgendwas funktioniert. Ich hätte jetzt ungern Lust, das Spiel neu zu starten. Ich glaube, ich werde dann nicht unbedingt drum herum kommen.
Wisst ihr da was? So, muss ich die hier vielleicht anzünden oder sowas? Also steht irgendwie nicht, dass das dass hier ein Bug ist. Oh, never mind. Ach, Himmelgott. Okay, ich muss jetzt mal die Konsole nutzen, weil es ist ein super Bug. Letzter Stream muss natürlich noch ein Bug kommen. Wenn man mit der Quest, mit der Hidden Quest, dass man den Helm von Winterfeste finden soll, hier reinkommt, den öffnet sich dieses Tor nicht. So. Das bedeutet, TCL. Cool. Wenn man auf dem PC ist, kann man einfach die Kollision von sich selbst ausschalten und dann kann man hier durch. So. So. Um das geklärt zu haben. Ja. Doof finde ich das. Dafür ist die Konsole da. Kann ich nur den Kopf schütteln. Aber schwedische Musikgruppe, wir werden in allen Gebieten Tane sein. Immerhin, das haben wir jetzt hinbekommen. Hauptsache eine Sache habe ich hinbekommen, du. So, zack. Ach guck mal, hier sind wir rausgekommen. Und zwar genau nach Winterfeste. Dann bringen wir den Helm zurück nach Winterfeste. Und dann... Solche Fälle sind Cheats gut. Ja, dass ich jetzt. Ich finde es halt doof, dass ich überhaupt darauf zurückgreifen muss auf Konsolenkommandos. Aber naja. Ich meine, ich bin ja zumindest froh, dass ich hier auf dem PC spiele und das funktioniert. So, auf der Konsole kommst du, glaube ich, nämlich. Also, wenn du auf einer Konsole spielst, kommst du, glaube ich, nicht an die Konsole selber ran, sodass du sowas eingeben könntest. Und dementsprechend tut mir da der Konsolenspieler leid. Wo ist der Tane? Da. Ach, der pennt. Familie ist die einzige, der die Geschehnisse im Winterfeste noch wirklich. Ja, ich steh auf. Wusstet ihr, dass Winterfeste? Ich hab den Helm von Winterfeste. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Braucht ihr noch etwas Manial? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ich habe eure Verkäufe. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Gut. Also gut. Wir sind in allen Fürstentümern Tane geworden. Ich kenne niemanden an der Akademie. Wahrscheinlich denkt das jeder, weil ich im Dunwer bin. Ihr kann ich mir irgendwo diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Ich
Kurier wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie zu kümmern, was sie unserem Zuhause angeht. Darf ich kein Haus hier haben? Nicht mal ein Grundstück? Nee, ne? Es ist offensichtlich, schade. Oder? Ich habe kein Problem mit Zerstörung. Die Leute sagen es zwar nicht, aber lass die Häuser hier mit bestehen. Angst vor mir. Also lassen Sie mich in so, du hast nichts zu sagen. Vielleicht kannst du mir eins geben. Die Götter nö. Über eure Kämpfe wachen. Nö. Oh Gott! Er teleportiert sich. Gut, was haben wir denn für eine Waffe bekommen? Klinge von Winterfeste. Ah. Nöt, sag ich also, da, du. Sehr schön. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt. Sehr schön. Dann würde ich. Ach, guck mal, wir haben jetzt exakt die 4 Stunden. Ich geh noch einmal zurück nach Haus Sieblick. Dann setzen wir uns da jetzt gleich einmal gemütlich hin. Speichern ab, gehen ins Hauptmenü und dann lasse ich Credits laufen. So. Das hat man mir genommen. Ich will meine Credits. Ich habe keine bekommen, nachdem ich Alduin getötet habe. Und dann rede ich noch ein bisschen über das Spiel. Ich weiß nicht, wie lange die Credits gehen. Ich hoffe, das sind nicht solche Credits, die sich dann einfach mal wiederholen. Dass ich versuche, die Credits zu füllen, aber dann fangen sie wieder von vorne an. Warum ist ein Riese bei mir zu Hause? Warum hasst er mein Hühnchen? Nein, lass mein Huhn in Ruhe. Geh bitte. Danke. So. Was sind Kram? So, warten wir mal 9 Stunden, ne? Dann haben wir Tag. Dann mache ich auch einmal schön Wetter. Oder so. Hup. Da ist meine Kuh. Geht jetzt meine Kuh wieder zurück in ihren Stall? Ist mein Huhn tot? Hat der Riese jetzt wirklich meinen Huhn getötet? Das hat Geld gekostet! Was glaubt er, wer der ist? Was glaubt er, wer ich bin? So, gehen wir rein nach Haus Sieblick. Ah, schön. Schön. Ich glaube, wir haben jetzt 100 Stunden, so circa. Weniger sogar, weil ich halt viele Streams hatte, die halt nur 3 Stunden gingen. So, wir setzen uns jetzt mal hier ganz gemütlich hin. Na, also es schaut nicht unbedingt gemütlich aus, aber wir haben uns jetzt hingesetzt und nehmen unseren Helm ab. Na, guck mal, das sind wir. Gut. Das war schnell speichern. Ich speichere einmal. Und noch einmal. Ne, immer die guten alten Doppelspeicherungen. Dann verlassen ins Hauptmenü. Ja. Vorher trinke ich nochmal was. Ne, willkommen im Hauptmenü. Und mitwirkende müsste das dann sein, ne? Die Credits. Genau. Also für die das jetzt nicht mehr interessiert, es kommt jetzt kein Gameplay mehr. Jetzt kommt noch ein bisschen von mir Gerede, ne, und die Credits und das war's dann. Skyrim. Ja. Ich hatte Spaß dran. So. Ne, ich habe jetzt 25 Streams gemacht. Ich ging am Anfang ja davon aus, dass ich quasi ein komplettes Jahr Skyrim streame. Quasi 53 Streams. Jetzt sind wir bei etwas unter der Hälfte davon. Weil ich fand, dass Skyrim nicht genug Abwechslung hat. So. Von seinen Quests und von seinem Design her. Wenn ich versuche, das Spiel in den Zeitraum 2011 reinzusetzen, was wir da hatten, ne, was dort existierte, zum einen vom grafischen, zum anderen von spieltechnischen und designtechnischen Aspekten, fällt es mir schwer, das zu tun. 2011 herum habe ich nicht
so viel von neuen oder großen Spielen gespielt und Western RPGs sind so oder so nicht das gewesen, was ich immer gespielt hatte. Dementsprechend hatte ich da auch keinen Referenzrahmen, keinen guten. Es kann sein, dass Skyrim für 2011 Standards ein sehr gutes Spiel war. Oder ein gutes Spiel war. So, wir spielen jetzt hier die, oder wir haben hier die Special Edition gespielt, die jetzt in 2016, glaube ich, rausgekommen ist. Und für 2016 ist die Special Edition peinlich, finde ich. Aus mehreren Gründen. Die Special Edition ist quasi nur das gleiche Spiel noch einmal mit DLCs drin. Das fand ich gut. Also das finde ich persönlich gut, dass die DLCs direkt mit drin waren und man nicht da nochmal extra Geld für ausgeben musste. Aber das ist quasi nur ein 50 GB Grafikpatch war, der drüber gezimmert wurde. Fand ich traurig. Langweilig vor allem. Und ist halt traurig. Also ja. Es ist nichts, wofür ich persönlich nochmal, ich glaube, 50 Euro hätte es gekostet, ausgegeben hätte. Da muss man natürlich jetzt auch nochmal sagen, da steht übrigens Patronax Charles Martini. Muss ich natürlich noch einmal sagen, es ist schön, dass Skyrim-Besitzer, ich glaube, sobald sie, oder falls sie die DLCs hatten, dass sie die Special Edition umsonst bekommen haben. Genau, was Altanis jetzt gerade auch geschrieben hat, diese Bugs. Und ich kann in diesem Fall nicht darüber hinwegsehen, dass es wäre was anderes gewesen mit den Bugs, wenn Bethesda quasi 2011 Skyrim gespielt, beziehungsweise rausgezimmert hätte und dann damit nichts mehr gemacht hätte. So, die hätten die Nords, die hätten die Skyrim damals rausgehauen und hätten dann einfach das Spiel der Community überlassen und gesagt, nehmt unsere Kinder, habt Spaß damit. Weil das ja andere Entwickler auch machen, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt andere Entwickler, die da finden sich Bugs und da werden wenige gepatcht, wenn überhaupt welche. Und dann lässt man das einfach so stehen. Aber in den meisten Fällen ist es dann nicht so, dass sie nach 5 bis 7 Jahren das Spiel nochmal wieder raushauen mit den gleichen Bugs und halt nur mit ein bisschen besseren Grafiken. Ne? Dementsprechend, viele der Skyrim-Bugs sind lustig gewesen, interessant gewesen auch, zumal sie darauf zurückführen oder dass man damit darauf zurückführen kann, wie so ein bisschen programmiert wurde oder wie die Grundgedanken sind hinter den Spielmechaniken. Es ist aber traurig, dass du nach 5 Jahren, ich nehme jetzt mal 2016 als Referenzrahmen für die Special Edition, dass sie da rauskam, dass nach 5 Jahren man ein Spiel rausbringt, als Vollpreistitel mit all den Bugs, die damals existiert haben, die gleichen Game-Breaking-Bugs, die gleichen dummen Fehler nochmal. Das Ding ist, wenn ich auf einen Bug getroffen bin und danach gegoogelt habe, bin ich auf einen, meistens auf einen Forum-Thread gestoßen von 2011 oder 2012, wo gesagt wurde, mein Skyrim auf der Xbox 360 oder mein Skyrim auf der PC hat diesen und jenen Fehler. Und das in den vielen Aspekten die Antwort gewesen ist, lade einen vorherigen Save. Nee. Dann finde ich ein bisschen schade, das Kampfsystem von Skyrim, es ist, in vielen Spielen ist es ja nur Linksklick, Rechtsklick oder halt du drückst Angriffsbutton, aber Spiele wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Darksiders 2 als Beispiel, was ja auch so RPG-mäßig ist, gibt dir die Möglichkeit, Kombos zu machen, ne, wo es drauf ankommt, wie du deine Angriffe timest, und in Skyrim hast du quasi immer die gleichen Kombos. Und dann ist halt die Magie von Skyrim. Ich weiß, dass es schwer ist, ein Magiesystem so zu balancieren, dass es nicht OP wird. Eine Dark Souls 1 zum Beispiel hatte ein Problem damit gehabt, dass jeder sich so denkt, okay, ich spiele jetzt einfach Magier und dann habe ich Spaß damit.
Nun prügel mich durch alles hindurch. Aber ich finde, dass das Magiesystem in Skyrim, es lädt zum einen nicht unbedingt dazu ein, dass man versucht, irgendwas damit zu machen. Zum anderen, insbesondere auf höheren Schwierigkeitsgraden, halten Gegner so viel aus, dass dein Mana-Balken nicht für Mobfights gedacht sind, wo es ja auch immer welche gibt, dass du dann plötzlich gegen drei oder mehr Gegner kämpfst. Und was mir aufgefallen oder was ich persönlich zu empfinden habe, die Möglichkeit, wenn man zwei Zauber gleichzeitig macht, dass sie halt quasi stärker werden, das finde ich gut. Aber dass man die aus der Zerstörung halt braucht, dass man damit Gegner zum Zurückschrecken bringen kann. Dass das so wichtig wird für mich als Magier, dass ich da irgendwie durchkomme damit, das fand ich auch nicht gut. Ne, dass das alles an so einem Skill hängt. Ich habe natürlich jetzt nicht Bogen gespielt oder mit Waffen gespielt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es bei diesen Spielarten auch eine Möglichkeit gibt oder ne, dass man da auch dass man da auch einen Skill braucht, damit das wirklich gut funktioniert. Doof. So, und was ich dafür hingegen wieder gut finde, dadurch, dass man halt so viel verzaubern kann und so viele unterschiedliche Verzauberungen gibt, dass man damit auf doofe Ideen kommen kann. So, zum Beispiel habe ich ja ein Holzschwert verzaubert, ne, was dann halt doch vielen Schaden gemacht hat. Zum anderen könnte man versuchen, komplett ohne Waffen zu spielen, ne, dass man sich die Handschuhe verzaubert oder sowas. Also es gibt Möglichkeiten, das Spiel hat Möglichkeiten. Aber ich finde, Skyrim hat viele dieser Möglichkeiten einfach nicht effektiv ausgenutzt. Ne, die sind die Möglichkeiten gegeben, aber man hat nur zwei Schritte weit gedacht und so den dritten oder den vierten Schritt den dann liegen gelassen. Ja. So, dann andere Sache, die neben den Bugs und alles, wo ich mich, glaube ich, auch genug drüber ausgelassen habe. Das Voice Acting, das Deutsche. Ich bin mir unsicher, ob ich mir damit eher einen Gefallen tue, wenn ich Skyrim auf Englisch spiele. Ich fand, das deutsche Voice Acting war ein trauriger Stand dafür, was für ein großes Entwicklerstudio Bethesda ist, dass ich alle zwei Meter immer auf die gleiche Stimme oder auf den gleichen Synchronsprecher treffe. Oder aber auch, als wir den Flashback hatten, ne, als wir den Drachenfallschrei gelernt haben, dass wir dann plötzlich diese Frau hatten, die das R so richtig hart betont hat. So peinlich und traurig. So, das hat sich halt eher so angefühlt, als hätte man, ne, wäre man an der Universität gegangen und hätte gesagt, wir suchen jetzt hier nach ein paar Voice Actern, hat wer Bock, kriegt den Mensa-Gutschein für, und so scheinen sich auch einige angestrengt zu haben. Ich habe aus Spaß behauptet, ich komme mit Quests durcheinander, weil die gleichen Stimmen haben. So, weil ich mir die Stimme höre und mir so denke, wie, das ist doch keine Akademie von Winterfeste Quest. Oder warum habe ich jetzt Teufdier? Aber Teufdier, ich glaube, wir haben Teufdier 4 oder 5 Mal gehört. Bei relativ wichtigen NPCs auch. Ne, ist jetzt nicht so, dass Teufel dir irgendwie zwei Zeilen sagt und dann ist gut. Der labert dich ja zu. So. Das fand ich halt doof. Ja, also es ist eher so das, was mich gestört hat. Also Patronax fand ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und Alduin fand ich auch ganz cool. Oder wegen die Stimme hat mir auch sehr gut gefallen. Aber als wir den, ich glaube, Daedra war das, hatten, der quasi diesen Alice im Wunderland-Vibe hatte vom verrückten Hutmacher. Ich bin mir unsicher, ob es an mir liegt, aber ich konnte mir die Stimme gar nicht geben. Es hat schrecklich. So, oder die Bücher zum Beispiel, dass sie Schicksal ändern kann. Ja, das mit den Übersetzungen. Ich bin mir unsicher, wie ich das handhaben soll, was die Übersetzung angeht. Also vielleicht, dass man nochmal ein zweites Mal drüber liest, ne, um solche Fauxpas zu vermeiden.
Hermius Mora, ich glaube. Bin mir unsicher, Alternis. Dadurch, dass ich jetzt persönlich eher weniger die Bücher lese in Skyrim, ne, insbesondere wenn ich streame, weil ich bin nicht hier, um ein Hörbuch zu gestalten. So. Ja, dementsprechend, also dadurch, dass ich eher weniger die Bücher lese, bin ich davon weniger betroffen. Aber es ist halt auch so eine Sache, da hätte man vielleicht mal drüber lesen können, ne? Schauen können, ob das umständlich formuliert ist oder halt falsch formuliert ist. Ne? Aber ich möchte es im Spiel gut ankreiden, dass es halt eine deutsche Sprachausgabe gibt und dass alles ins Deutsche übersetzt wurde. Ne, wenngleich, ich meine, in Deutschland ist es so ziemlich, wenn ein Spiel nicht deutsche Texte hat, dann ist Ende damit. Dann wird es kaum gespielt. Also zumindest war es früher so. Heutzutage, wenn Indie-Spiele oder sowas, wenn die auf Englisch sind, die kriegen zwar alle später eine deutsche Sprachausgabe oder als Schriftausgabe, aber laufen halt noch immer nicht so gut, weil wir halt doch schon eine große Dub-Kultur haben. Ja, das mit den Büchern, ja, und dann im Allgemeinen, wie vorhin schon erwähnt, ist es für mich schade, dass wir, oder dass Skyrim so viel Potenzial hat. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat Skyrim zu seinen Vorgängern auch viel abgebaut, eigentlich. Ich glaube, in Morrowind oder Oblivion oder in früheren Elder Scrolls Teilen konnte man springen leveln, indem man halt einfach irgendwie rumgesprungen ist die gesamte Zeit und sowas. Sowas finde ich halt, hätte ich halt richtig cool gefunden, wenn man individuelle, also so Skills, die vielleicht als sinnfrei erscheinen, jetzt so springen leveln, wie so springen leveln. Na, aber dass man sowas hat, ne, dass man als Charakter alles, was man hat, irgendwie einen Effekt hat, na, auf sich, auf seine Umgebung. So, das hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende, ne? Und ich habe noch so viel zu erzählen. Ist es... Ja... Schade. Ich finde es schade. Ich finde es sehr schade. Dann bleiben wir jetzt noch ein bisschen im Hauptmenü, während ich hier drüber rede. Und dann möchte ich jetzt auch auf den Punkt gehen, Einfluss haben auf die Umgebung. Ich habe jetzt einen Imperialen gespielt. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Rasse heißt. Na, also kein Nord. So, ich bin aber zu den Sturmmänteln gegangen, weil der Chat sich darum, oder dass man durch Rennkonditionen verbessern kann. Sowas wäre auch halt echt cool gewesen. Na, ich bin zu den Sturmmänteln gegangen, weil der Chat gesagt hat, ey, yo, geh zu den Sturmmänteln. Und ich mir dachte, gut, hören wir auf den Chat bei solchen Entscheidungen. Ich bin bei den Sturmmänteln durch die kompletten Reihen nach oben. Ich habe dafür gesorgt, dass das die Kaiserliche war's. Dass die Kaiserlichen sich zurückziehen mussten, dass alle Städte den Sturmmänteln angehören. Und dann kommen noch immer Leute nebenher und sagen, Kaiserlich, du bist doch Kacke. Und ich denke mir so... Natürlich, nicht jeder Hinz und Kunst wird wissen, dass ich als Sturmmäntel oder allein nicht die Sturmmäntel zum Sieg den Sturmmänteln zum Sieg verholfen habe. Aber dass dann irgendwelche Generäle oder sowas halt auch immer wieder sowas rumlabern. Ich mir so denke, nee, was soll der Müll? So, das reißt mich so ein bisschen raus. Na, oder das. In vielen Aspekten habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man so aneinander vorbeiredet oder am Thema vorbeiredet. Dass das Writing im Allgemeinen irgendwo Probleme hat, hinkt. So. Und dann ist natürlich auch das Ding noch die Story. Ich habe mich als Spieler, und ich bin mir unsicher, ob das ein Ich-Problem ist oder ein Skyrim-Problem. Ich habe mich als Spieler so gefühlt, als würde ich nicht die Story erleben, sondern als würde die Story mich erleben. Als würde mir die einfach nur gegen den Kopf geworfen werden und damit habe ich dann Pech gehabt. Nicht, dass ich die Story durchspiele, sondern dass die
Story und ich einfach, ja, sind da. So passiert. Dass sie kein Gewicht hat. Und das ist auch bei vielen anderen Quests gewesen. Es ist immer so, mach dieses, mach jenes. Und das war's. Tiefgang hat mir halt gefehlt. Ja, aber... ja, ich bin mir unsicher, ob das halt daran liegt, dass es ein Western-RPG ist, dass man, ne, man hat versucht, einen Charakter zu haben, der keinen Charakter hat. Ne, dass man da selber sich irgendwie reinprojizieren kann und alles keine Persönlichkeit haben und dann, ja, die Story wird an dich geworfen. Was mich dann auch zu dem nächsten Punkt bringen würde, Storytelling in Bethesda-Spielen. Ich finde, Skyrim hat das nicht gut gemacht, so wie die Hauptstory erzählt wurde. Die Hauptstory ist, da ist der Weltenfresser Alduin, der eine sofortige Bedrohung ist. Ne, es ist so, du kommst dorthin, du machst die ersten drei Quests und dann weißt du, Alduin ist eine Bedrohung. Bei vielen Quests hat mir noch einen weiteren Quest schon gefehlt. Sowas auch zum Beispiel. Und wenn gleich gesagt wird, Alduin sammelt noch Kräfte und sowas. Er ist eine sofortige Bedrohung, die sofort ausgelöscht werden müsste. Und dann eierst du da von links nach rechts, von oben nach unten herum, während diese sofortige Bedrohung noch immer im Hintergrund ist. Und ein ähnliches Problem hatte Fallout 4. Du kriegst deinen Motivator. Nein, in Skyrim ist es, Alduin ist ein Arsch, mach ihn fertig. In Fallout 4 ist es, deine Frau wurde erschossen und dein Sohn wurde entführt. Finde sie. Und mit solchen Motivatoren lässt es sich nicht arbeiten. Oder schwer arbeiten. Sobald du halt nämlich die sofortige Gefahr hast, um die du dich kümmern musst, quasi, oder das sofortige Problem hast, um das du dich kümmern musst, funktioniert das nicht mehr mit dem individuellen Spielstil, dass du umherläufst und irgendwelche Random Quests machst. Ja, weil eigentlich so Alduin hätte in der Zeit, in der ich rumgeeiert habe, bis ich ihn vor 2 Wochen besiegt habe, alles tun können. Der hätte die komplette Welt verschlingen können. So, und ähnlich ist es zum Beispiel auch in Fallout 4, ne, mit sein Sohn wird entführt. So, du wachst auf und du machst erstmal fuck all. So, mein Sohn, ich helfe irgendeiner Siedlung. Ich baue irgendwelche Siedlungen auf. Mein Sohn kann warten. So, und das funktioniert halt nicht. Vom Storytelling-Aspekt her. Ich weiß nicht, welches ist Fallout New Vegas, glaube ich, heißt das? Wo du der Postmann bist und man hat dich niedergeschossen. Und dann ist dein Motivator, du möchtest Rache haben an der Person, die du niedergeschossen hast. Der Motivator funktioniert besser. Einfach aus dem Grund, ist es. Der Motivator geht von dir aus. Es ist keine Prinzessin, die irgendwie eingesperrt ist, die schnell gerettet werden muss, sonst machen böse Dinge oder geschehen böse Dinge mit ihr. Es ist kein Drache, der alles verschlingen möchte oder sowas. Es ist nicht dein Sohn, den du suchst, die einzige Verbindung zu deiner nun toten Frau. Es ist du, der von irgendeinem Arsch angeschossen wurde, den du jetzt tot sehen möchtest. Und mit deiner Rache kannst du dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest, weil es ist deine Rache. Und es geht hier nicht um die Rache eines anderen oder um das Wohl eines anderen, sondern alles deins. Ne? Und ich finde, sobald man anfängt, diese Verantwortung, die Motivatorverantwortung auf einen anderen Punkt abzuschieben, der halt nicht man selber ist oder der Charakter selber ist, bist du storytechnisch direkt in der Ecke. Wo halt gesagt wird, Gefahr. Und du sagst, ah, nee, der Pelagiushof, da kann ich Kohl verkaufen, ist wichtiger. So. Das fand ich auch doof. Ja. Wie würde ich, habe jetzt ja viel kritisiert und sowas, und wie würde ich jetzt Skyrim als Spiel bewerten? Durchschnittlich. Skyrim kriegt von mir, wenn ich Zahlen nehmen soll, und das ist meine persönliche Meinung, das ist meine
individuelle Meinung. Jetzt, nachdem ich mehrere Dutzend Stunden Skyrim gespielt habe, die ich mir daraufhin machen konnte, die ich aufgrund der Bugs, denen ich begegnet bin, aufgrund des Writing, wie ich das persönlich empfinde, finde ich, Skyrim ist ein Spiel, was 5 von 10, 4 von 10, vielleicht 6 von 10 Punkten verdient. Ne? Die Musik ist gut, die Skybox ist schön und du kannst, wenn dir das Spiel gefällt, massenweise Stunden reinstecken. Für mich persönlich, als Konsequenz, die ich jetzt daraus ziehe, ist es, dass ich keine von Bethesda entwickelten Spiele mehr kaufen werde. Ja, weil ich das als eine Frechheit empfunden habe, dass Bugs noch immer nach so vielen Jahren existieren und auch, ne, wenn ich jetzt immer den Creation Club nochmal reinziehe, dass ich da, sollte meine Tastatur nicht auf Englisch gestellt sein, das Add-Zeichen nicht nutzen kann. Schwachsinnig. 5 Minuten fix. Und bei vielen in Skyrim auch 5 Minuten fix. Und ich glaube, viele der Probleme rühren auch einfach davon her, welche Engine genutzt wird. Die Creation Engine, die seit dem ersten Skyrim quasi schon genutzt wird. Was nicht Schlimmes ist. So, neuere Engines, heutige Engines basieren auch noch auf ihrer Vorväter. Ne, aber die Engine, die Bethesda nutzt, die Creation Engine, die können damit anscheinend nicht umgehen. So. Weil die Bugs sich über Generationen von Spielen hinwegziehen. Auch. Ne, Fallout 76 hatte die gleichen Bugs wie Fallout 4. So, gleiche Engine, gleiche Probleme. Zumal die Creation Engine ja nicht mal irgendwie für Multiplayer gedacht war. Gut. Gut. Ich habe jetzt viel geredet. Und ich muss gestehen, Skyrim hat mir trotz alledem viel Spaß gemacht. Insbesondere, weil ich halt mit dem Chat das gespielt hat. Und ich glaube auch, dass wenn man auf Western RPGs steht und sich in sowas gut verlieren kann. Ich glaube, es macht immer einen Unterschied, wenn man es alleine spielt oder wenn man es mit anderen noch zusammenspielt. Dann macht das mehr Spaß. So. Aber ich würde persönlich empfehlen, dass ihr es euch einfach in einem Sale holt. So. Jo. Dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle, jetzt nachdem ich Credits gehabt habe, mein Fazit gehabt habe, den Stream an dieser Stelle beenden wollen. Und ich würde euch gleich, also mal gucken, ob ich noch einen Streamer finde, an dem ich euch weiterschicken kann. Und dann eben das machen. Gut.